Hallo zusammen. Ja, dieses Wochenende wird sehr romantisch bei uns. Zumindest sind wir am romantischen Rhein in Oberwesel gerade angekommen. Ja, und wir schauen mal, wie das Wochenende so wird. Es gibt, glaube ich, einiges zu tun für Familien zu erleben. Neben Romantik auch ein bisschen Action, Burgen und so weiter. Und wir sind sehr gespannt und kommt doch einfach mal mit. Das Mittelrheintal ist ja bekannt für die vielen romantischen mittelalterlichen Burgen. Und heute Morgen nach einem leckeren Frühstück in unserer Jugendherberge und noch einer kurzen Partie Tischtennis sind wir weiter den Rhein aufwärts gefahren in Richtung Süden und sind jetzt hier bei der Burg Soneck angekommen. Und ja, mal gucken, was wir hier finden werden. Vielleicht ein Schatz? Mal schauen. So, jetzt wollen wir mal auf die andere Rheinseite fahren zur Lorelei. Und wie kommt man am besten über den Rhein? Genau, man nimmt die Fähre. Ja, wir sind jetzt hier an der Lorelei angekommen, an dem berühmten Felsen und sind hier oben auf dem Plateau. Jenny ist ja schon mal vorbeigekommen, als sie den Rheinsteig bewandert hat und wir waren auch früher schon mal hier oben auf der Freilichtbühne beim Konzert. Das ist eine super Location. Ja, und hier oben hat man natürlich einen tollen Blick auf das Rheintal und es gibt auch ein bisschen Action. Hier gibt es eine Bobbahn, Spielplätze und hier allerhand zum Unternehmen. Nachdem wir sehr gut und sehr ruhig in Koblenz übernachtet haben und gestern Abend auch schon so ein bisschen was von der schönen Altstadt gesehen haben, sind wir jetzt, ihr seht es schon, am Deutschen Eck angekommen. Und ja, hier gibt es einiges zu sehen und einiges zu tun und gleich fahren wir auch mit der Seilbahn erstmal nach oben zur Festung. Hier oben auf dem Plateau hat man nicht nur die Festung, die man besichtigen kann und tolle Ausblicke, sondern, und das werden wir jetzt gleich mal als erstes machen, wir können hier auch Adventure-Golf spielen. Musik
So, die letzte Station unseres Wochenendes am Rhein. Wir sind weitergefahren Richtung Neuwied und sind hier bei dem Schloss und Museum Montrepos. Das ist ein Forschungszentrum, ein archäologisches Forschungszentrum zum Thema Verhaltensevolution. Also genau das Richtige für einen gediegenen Sonntagnachmittag. Und das schauen wir uns mal an. Und danach verabschieden wir uns und es geht wieder zurück nach Hause Richtung Köln.